darf Sie alle herzlich willkommen heißen beim SAP Summit 2016. Well, obviously, we'd like to help our customers. In every change of technology over the last 40 years, from mainframe to client server and now to digital technology, we've helped our customers make that transition. And now with the SAP HANA platform and S/4HANA, we're hoping to do the same. Wir wissen ja selbst, wie wir uns als Konsumenten verhalten. Wir sehen alles im Internet. Wir wollen die Daten sofort integriert sehen. Das wird auch in den Businessprozessen sein. Ich muss die Daten aufbereitet haben. In diese Cockpits, da wird noch viel investiert werden. Es wird mehr werden und es wird irgendwann einmal ganz normal werden. Dann ist eine Pressemeldung nicht mehr notwendig, dass jetzt irgendeiner jetzt diese ASICs oder Nikes dieser Welt jetzt die Schuhe automatisch zumachen und so weiter, sondern es ist ganz normal. Am Ende geht es darum, die neue Plattform zu installieren, die neuen Möglichkeiten zu wagen, eben diese Vereinfachung zu ermöglichen. Das wird sicher der schwierigste Teil, also, und damit die größte Hürde, die es zu überwinden gibt, um dann ins gelobte Land der vielen Möglichkeiten zu kommen. Auf der anderen Seite geht es darum, auch die IT-Landschaft so weit zu verschlanken, dass wir von ca. 100 Applikationen, die derzeit im Einsatz sind, auf vielleicht 30 oder 40 Applikationen reduzieren können mit einem einzigen ERP-System, und das wird dann SAP sein. Ich glaube, für die Zukunft, die man nicht kennt, braucht man in der Gegenwart höchstmögliche Individualität und Mut, neue Wege zu gehen. Wer einen neuen Weg gehen will, muss aber auch bereit sein, den alten zu verlassen, und da braucht es das richtige Management, junge Menschen dazu zu bringen, innovativ zu werden. Man merkt, es gibt Interesse an allen Ecken und Enden, und es ist schön zu sehen, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben vor 3 Jahren über Technologie gesprochen, und jetzt sprechen wir darüber, was diese Technologie bewirken kann, was sie bringt, und was man damit tun kann.